Sollten die Probleme der Familie Kohl in Büchern oder in Talkshows besprochen werden? Dazu hat uns auf unserer Facebook-Seite Tino Boll geschrieben, muss man das Leben so in die Öffentlichkeit tragen, kann Peter Kohl seine Probleme nicht in seinen eigenen vier Wänden lassen. Gestern hat er die Probleme auf jeden Fall mitgebracht mit seinem Bruder zu Markus Lanz in die Talkshow. Es ging mal wieder um die Biografie seiner Mutter. Hannelore wäre in der nächsten Woche 80 Jahre alt geworden. Und es geht auch immer noch um die neue Frau an der Seite des Altkanzlers. Das Zuhause des Kanzlers der Einheit, seit jeher streng bewacht. Hier lebte Helmut Kohl viele Jahre mit seiner ersten Frau Hannelore und hier wuchsen auch die Söhne auf. Heute wird Peter und Walter Kohl der Zutritt verwehrt. Jeder Kontakt mit dem berühmten Vater abgewürgt. Es gibt keine Telefonate, Besuche sind nicht möglich. Uns wurde mit Verhaftung gedroht vor dem eigenen Elternhaus. Vergangene Nacht. Erstmals sprechen die Söhne im Fernsehen gemeinsam über ihre Familiensituation. Der Anlass? Peter Kohl hat die Biografie über seine Mutter überarbeitet. Vor rund 10 Jahren veröffentlichte er das Buch, kurze Zeit nach dem Freitod seiner Mutter. Jetzt, mit zeitlichem Abstand, hat er ein kurzes, aber brisantes Kapitel hinzugefügt. Es geht um Maike Kohl-Richter. Längst wacht sie über den einstigen schwarzen Riesen. Sie organisiert die öffentlichen Auftritte und pflegt den Staatsmann, der an den Rollstuhl gefesselt ist. Kohls Söhne zeichnen ein ganz anderes Bild von der neuen Frau an der Seite des Vaters. Fast so, als sei Helmut Kohl in die Fänge einer Stalkerin geraten. Und dann hatte ich auch die Gelegenheit, kurz mal in ihre Wohnung reinzuschauen. Und es war eine ziemlich schockierende Erfahrung, die ich damals hatte. Warum? Letztendlich ist eine Wohnung gewesen, die voller Helmut Kohl, Fanartikel, Memorabilia, als ob jemand da 10, ich weiß nicht wie viele Jahre, Sachen von Helmut Kohl gesammelt hat, sein Leben darauf ausgerichtet hat, um diesen Mann anzuhimmeln, zu bejubeln. Tatsache ist, der einst so mächtige Mann ist seit einem Sturz gesundheitlich angeschlagen. Die Vermutung der Söhne: Maike Kohl-Richter trifft viele Entscheidungen in seinem Namen und fördert damit auch die Entfremdung zwischen ihnen und dem Vater. Es wurden Fakten geschaffen. Ich meine, Peter und ich haben beide die Hochzeit aus der Bild-Zeitung erfahren. Das ist natürlich kein sehr familienkommodes Kommunikationsmittel. Einst haben diese Mauern in Oggersheim den Söhnen Schutz und Geborgenheit vermittelt. Heute stehen sie für eine abgeriegelte Welt, die den Weg zum Vater versperrt. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.